Ui, ui, ui. Wir sind zurück in Rivet City. Mit unserer Mission doch, Jericho mit Papa setzen. Und jetzt kann ich es Ihnen beweisen. James, Sie sind zurück. Und zwar mit guten Nachrichten. Ich hatte recht, was Braun und das GEEK anbelangt. Wenn wir eines finden, nehmen wir den Aufbereiter in Betrieb. Ich möchte Ihnen ja glauben, James. Wirklich. Aber es kommt alles so... so plötzlich. Madison, ich sage Ihnen, es wird funktionieren. Ich habe mit Braun selbst gesprochen und er hat es bestätigt. Verstehen Sie? Das ist unsere Chance. Ich weiß nicht, James. Es sind so viele Jahre vergangen. Ist es den Versuch wirklich wert? Die Aussicht, die Lebensumstände jedes einzelnen Ödlandbewohners zu verbessern, ist allemal einen Versuch wert. Was könnte wichtiger sein? Sie haben nichts von Ihrer Leidenschaft eingebüßt, was, James? Für mich ist das hier wichtiger denn je, Madison. Und ich weiß, dass es Ihnen auch wichtig ist. Bringen wir es gemeinsam zu Ende. James, wir haben keinen GEEK. Ich kann ein Team zusammenstellen, aber wir müssen beweisen, dass es funktioniert, damit die Leute uns glauben. Ich weiß, daran habe ich auch gedacht. Im Labor stehen ein paar Vorkriegscomputer, die wir damals gefunden hatten. Vielleicht bringen sie uns etwas. Den letzten Berichten zufolge gibt es keinen Strom in der Anlage. Auch wenn einer der Computer eine Datenbank hätte, wäre kein Zugriff möglich. Deswegen gehen wir jetzt gleich rüber und tun unser Bestes, um das Ding in Betrieb zu setzen. Sie wissen, wenn mich jemand anderer als Sie darum bitten würde, würde ich ihn eigenhändig aus River City rauswerfen. Sie wissen, dass ich nicht hier wäre, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es funktionieren wird. Es ist soweit, Madison. Zur Hölle mit Ihnen, James. Wenn das hier vorbei ist, schulden Sie mir einen Drink. Ich werde die Mannschaft zusammentrommeln. Vielen Dank, Madison. Es ist schön, wieder mit Ihnen arbeiten zu können. Ist Dr. alles in Ordnung? Die neuen Lösungen werden in wenigen Stunden fertig sein. Perfekt. Ich bin bereit. Oh. Geht es Ihnen gut, Madison? Das Gemüse haben wir in unserer letzten Berechnung vergessen, die Energieschwankungen einzukalkulieren? Es wäre übel, wenn wir jetzt etwas kurzschließen würden. Wir haben nichts vergessen. Wir haben die Situation im Griff. Wir sind ja schließlich Profis. Gestern gab es irgendeinen ich Kampf. Ich glaube, Sie haben recht. Die Torwache meinte, Zeit, es wurde hier zu sein, über eine Stunde lang geschossen. Natürlich ein bisschen nervös. Deswegen bin ich froh, hier zu Hallo, sein. Mein Sohn. Gutes altes Rivet City. Ich auch. Ja? Was darfst denn Nein, sagen? Nein, nicht du. Das will ich doch hoffen. Sonst wird Dr. Lee am Boden zerstört sein. Vor allem jetzt, nachdem Ihr Vater zurückgekehrt ist. Ja, toll. Nicht du, Hallo. Nicht du. Der hat Hallo geschrieben gerade, Gaza. Wir müssen zum Projekt Purity zurück. Mit dem Computer dort haben wir die beste Chance, ein GEEK-Modul zu finden. Ah, okay. Das ist mein Junge. Es wird schön sein, Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten, mein Sohn. Ja. Ich stelle einfach keine Fragen. Anscheinend geht's weiter. Mach es im Schnelldurchlauf. Raus hier. Raus hier im Schnelldurchlauf. Bisschen Wir werden mal schauen, ob der Junge schon da ist. Brian Wilkers, seht ihr das beim schwarzen Bildschirm? Dass da ein leichter Glitch-Spot ist. Hey, sehe nur ich das. Klar? Was habe ich denn schon getan? Ja. Nein, ist kein Brian Wilkers. Guten Tag, der Herr. Ja. Mark von Rivet City, vielleicht kriege ich hier noch Money. Oder Turpentine. Oder Clementine. Nein, ich hätte lieber Turpentine. Black. Ey, was? Ich will was kaufen, Alter. Ach, kann ich nichts kaufen? Hallo. Du? Hallöchen. Du. Sehen Sie sich um. Ich hab... Ist wieder Money für mich? Nein. Keine Haarklammern auch nicht. Okay. Und die haben nie, was ich brauche. Können wir teleportieren. Könnte die Kronkorkenmine klauen. Aber so wie ich das sehe, brauche ich nur noch Defensivpunkte. Eine harte Haut. Und Internetzugang, um mir die Lösung zusammenzuschneiden. Ich dachte, der will schießen. Wer ist das denn? Wer bist du?
gebe dich zu erkennen. Gaza. Ist nur Gaza auf. Ja, nur Gaza ist auf dem Weg rüber. Okay. Ich glaube, in 4 Stunden kriegen wir das Spiel schon zu Ende. Nimm eine Waffe in die Hand, du Idiot. Das ist gequetscht. Quetscht. Was? Ah. Muss ich die noch finden oder sind die einfach noch nicht da? Na, sehr eklig. Moskau ist das wieder da. God damn it. Dann wir nochmal raus. Ah ja. Wir können erst dann etwas bewerkstelligen, wenn wir ins Innere können. Aber keiner von uns ist ein besonders guter Kämpfer. Es gefällt mir zwar nicht, dich zu bitten, dich in Gefahr zu begeben, aber du scheinst ja gelernt zu haben, auf dich aufzupassen. Du musst reingehen und dafür sorgen, dass es für Dr. Lee und ihr Team sicher ist. Vorsicht, bitte. Ich bin mir sicher, ich habe schon alles gekillt. Oder? Oder? Geht es dir gut? In Ordnung. Natürlich. Anscheinend habe ich nicht alles gekillt noch. Schauen wir mal, ob wir noch wen finden. Muties. Immer einer, der übrig bleibt und der sich irgendwo versteckt. Wenn ich alles mit toten Mutanten sehe. Überall tote Mutanten. Wo sind die kleinen Muties? Keller. Die Keller waren wir noch nicht. Und sie haben mir keinen Pfeil gegeben, also würde ich blind darum irren. Hier drinnen. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Oh, das sind gar nicht zu wenig. Wo haben wir was? Röst, die kann ich benutzen. Wir sind die Zukunft. Muss ich mich tot gleich. Die Spielchen sind zu Ende. Oh, was hast du in deiner Hand? Nichts. Du bist schwach. Ja. Ich bin stark. Oh. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Warum müsst ihr dummen Menschen immer kämpfen? Wärst du lieber friedlich, Alter? Bitte deine Granate runterwürfeln. Setzen wir jetzt ab. Jetzt sehe ich da gar nichts mehr. Weil ich sehe sowieso fast gar nichts mehr. Ah, so viel Angst. Angst, dass ich keine Gegner mehr sehe vor lauter Flammen. Proxputzmittel? Nein, Instant Büro. Was das jetzt? Ich
brauche gar nichts mehr looten eigentlich. Bin zu voll gelootet. Mag ja gar nichts mehr looten. Nein, da lebt noch was. Ich habe 10 mm. Die ich noch reparieren kann. Der klitscht wieder nur rum. Ja. Klitscht nur rum. Erfüllt, passt. Hier ist der Weg raus. Nichts hier drinnen. Noch ein Cola reinwürgen. Ja, zwei. Ja, repariert habe ich auf Episode alles wie immer. Und verkauft auch ein bisschen was. Jetzt wieder geht's im Schnelldurchlauf weiter. Ohne dumme Spiele für ein Kind, das eigentlich ein alter Mann ist. Und Braun heißt. Okay, okay. Weiter hier. Was hat für ein Hinterhalt? Ich nehme viel zu viel an, dass jeder dieses Spiel schon kennt und durchgespielt hat. Ich muss aufhören, alles zu spoilern. Natürlich gibt es keinen Hinterhalt. Ich bin der Hinterhalt. Ich steche meinen Vater in den Rücken. Mit einem Rösti. Damit gespeedroastet. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay. Rein mit euch. Geht es dir gut? Ist es da drinnen sicher? Ich bin stolz auf dich. Gehen wir jetzt rein. Sei vorsichtig, mein Sohn. Nee, auch keine Geschichte von ihm. Aber er will nur mit dir reden, wenn man wirklich Nuka Megatown gekillt hat. Wollte Nuka Cola Town sagen. Ich glaube, sonst hat er nichts mit dir zu besprechen. Ich bin ein guter Junge. Ja. Hallo. Ja, wir sprachen schon miteinander. Okay, hurry up, Daddy. Daddy-o. Ja? Echt? Gehen wir zum Kontrollraum und verschaffen wir uns einen Überblick über die Lage. Tja, dann mach weiter. Vielleicht eine Stunde warten, vielleicht geben die dann Gas. Na, geht doch. So sparen wir uns alle Zeit. Hopp, 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 hopp. Ah. Ja, also der La. Was? Wer bist du denn? Schön. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind, klar? Meiner Meinung nach haben Sie hier nichts zu suchen. Bleiben Sie mir also einfach aus dem Weg. Hey. Wer auch immer du bist, Bro. Ich weiß nicht, ob ich den schwarzen Glitch da seid. Hallo. Wir sind hier, wo alles angefangen hat. Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Nein. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ich will nur jede Menge Action. Brauche Action. Brauche jede Menge Action. Sie sind nicht mehr gut ausgeruht. Oh nein. Kriegt um solche Augen wie der Vater her? Wir sind hier. Natürlich können wir miteinander reden, mein Sohn. Anscheinend muss ich. Dies ist ein geschichtsträchtiger Ort. Man hat hier so viel Zeit und Energie investiert, weil dadurch vielen Menschen geholfen werden konnte. Und nun, nach all diesen Jahren, besteht die Chance, das Werk zu vollenden.
und allen Menschen im Ödland der Hauptstadt helfen zu können. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich es schaffe. Ich weiß, dass ich es mit dem, was ich von Dr. Braun gelernt habe, zum Laufen bringen kann. Daher ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich ein GEEK-Modul finden. Das ist der Schlüssel zum Projekt Purity. Ich hoffe, dass du den Grund meiner Handlungsweise verstehen kannst. Ich will auf keinen Fall meinen Sohn verlieren. Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Seitdem haben sich die Dinge hier verschlechtert. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren, damit wir das Wasser abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du die Zugangstunnels benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Geil. Auch geil. Ja. Dass das hier weitergeht. Ich mag die Teile lieber, wo man nicht so viel redet. Was? Nichts, nichts. Gaza. Ich meine, Daniel. Hey, wie bist du denn? Hallo. Wie ich höre, haben wir es Ihnen zu verdanken, dass bei uns alles wieder funktioniert. Die Leute habe ich noch nie gesehen. Ach, wir müssen wieder in den Keller. Ach, sind Wasserpumpen. Wasserpumpen. Hoffentlich halt. Ich dachte, ich muss woanders hin, aber naja. Wir werden sehen, was passiert. Schlafen muss ich, was? Komm schon, führe mich ans Ziel. Ah, right away. Und Money. Oh, gute Loot auch. Serpentine. Ja. An den Pumpen hast du tolle Arbeit geleistet. Komm schnell zurück. Ich gebe dir jetzt die Sicherungen, die du brauchst. Da, das hättest du mir nicht schon vorher geben können, wie ich zum ersten Mal in den Keller runter musste. Verdammt. Das ist Drecksarbeit. Und zu wenig Action. Viel zu wenig Action. Schauen Sie hier rein. Das ist die gute Moni. Yes. Es wird Linken repetiert. Okay. Aus dem Weg, Alex. Ja, es läuft. Jetzt hoffen wir, dass Leute hier, die ich gar nicht kenne. Gaza kenne ich. Verdammt. Was jetzt? Ah. Okay. Brauchen Sie etwas? Jo, Papa. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ich bin sehr stolz auf dich, auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Das hat so eine entspannende Stimme. Aber die bringt mich auch zum Einschlafen. Und die Pitch-Mission gerade. Oh. Gibt in der Kugel in den Kopf, wenn du noch einmal was sagst. Wie läuft's? Ah. Ach, wirklich. Nicht das. Doch.
Natürlich schickt er mich nochmal in den Keller. Wenn du mich nochmal in den Keller schickst, Papa, dann mach ich dich selber weg. Ach, komm schon. Aufgehoben. Papa. Mit den neuen Sicherungen müsstest du Zugang zum Zentralrechner haben. Du brauchst nicht zum Kontrollraum zurückkehren, sondern kannst direkt hin. Ah, ja. Wo ist der Weg hinauf? Verdammt. Oh, mich dreht's. Ich dreht schon alles. Oben unten rennen hier drin. Was war das? Na, das war kein Pip-Boy Bobblehead. Oh Gott. Lass mich rein. Was cooles hier? Die Türpentine. Nudeln. Er hat seine Nudeln da stehen lassen. Seit 2000 Jahren. In wenigen Minuten erhalten wir Zugang zum Zentralrechner. Benutze die Sprechanlage. Dann sage ich dir, wohin du jetzt musst. Ah. Hier im Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment. Da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Oh. Weiter so. Oh. 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 Du hast ein riesiges Team. Du hast einen Alex, einen Daniel und einen Garcia, die da oben nur rumstehen. Aber nein. Und eine Anna. Ja? Hol doch die Anna, um das zu machen. Aber nein, alles muss ich machen. Hallo. Ja. Das bringt mich echt zum Einschlafen, diese Mission gerade. Ganz gefährlich, wenn ich müde bin hier. Waren hier nicht Gegner noch drinnen? Ah ja. Hier geht's gleich ab. Die Beleuchtung ist cool. Blugelismus. Ich muss drehen. Ah ja. Wir bekommen wohl unangemeldeten Besuch. Ich weiß nicht, wer das ist oder was Sie wollen. Bitte bleiben Sie in Ihren zugewiesenen Bereichen, während wir uns darum kümmern werden. Die Enklave. Was machen die hier? Wo sind die? Madison, verriegeln Sie die Tür. Ich will wissen, was das hier ist. Oh, schaut das hier nach meinem Tod aus? Okay, ich will doch nicht. Ich glaube, das ist der Weg raus dann nachher. Oh. Ja, das ist der Weg jetzt schon raus. Außer ich kann teleportieren. Nein, ich kann nicht teleportieren. Okay, ich nehme diesen Weg. Bitte keinen Fallschaden. Ach du.
Viel zu hoch der Gefahr, dass Fallschaden mich tötet. Und nicht den Power Armor Johnnies. Fette Ziel. Was haben wir Lincolns Repeater? Oh, das war ein guter Treffer. Das Sniper wird auf jeden Fall noch immer benutzt. Ja, benutzt. Beste Ding der Welt. Beste Ding der Welt. Wo ist die Stiege hier? Eigentlich ist der klar, wäre keine Gefahr, dass ich dieses Sniper in der Hand habe. Mit guter 51 Schuss. Da ist ein bisschen was vom Soldaten. Ah. Kein Platz. Ja, ich habe keinen Platz. Jericho würde sicher gut in die Rüstung ausschauen. Okay. Und was hier abgeht. Ein bisschen Action. Ja, du auch. Du auch, Bruder. Angriff wird ausgeführt. Witter. Ich weiß nicht, du bist nur rumgestanden. Keinen Angriff gesehen. Steph, wo hat mich? Oh, den hätte er einsetzen müssen. Oh, zwei Typen. Bereit für Nuka-Cola-Granaten? Wir werden es gleich sehen, ob sie bereit für diese sind. Oh. Das war die schlimmste Granate. Granaten sind nicht so gut getroffen worden. Kopf. Die kritischen. Ziel im Visier. Ich wurde getroffen. Oh. Hab ich auch. Okay. Komm schon, Lincoln. Ich habe eine Nuka-Cola-Granate verschwendet. Plasma-Gewehr. Das heißt immer, dass ich das sehe. Wer sind die? Waren das Tesla-Rüstungen? Tesla. Damn. Schaut nicht cool aus. Nikola Tesla wäre stolz.
Ah, sagen wir mal Hallo zu den restlichen hier drinnen. Hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt, außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Meine Geduld findet langsam ein Ende. Fast fertig. Ich bin gerade dabei, die Daten zusammenzustellen. Weg. Schnell weg! Nein. Was? Was macht denn der da drin? Was? James. Okay. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. James, Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist Ihr Vater umsonst gestorben. Es gibt einen alten Tunnel, der uns an einen sicheren Ort führen wird. Wir haben ihn nur einmal als Fluchtweg benutzt, aber das ist schon lange her. Ich hoffe, dass jeder noch weiß, wie man dorthin kommt. Es bleibt keine Zeit dazu, alle zusammenzutrommeln. Los, schnell, mir nach! Nur nicht stressen. Mann. Mach weiter. Okay. Warum hat er das einfach nicht übergeben, das Projekt? Wird doch nicht so schlimm sein unter der Enklave. Dann kannst du ihm noch den immer noch wegnehmen. Im Nachhinein. Nicht so, als könnte ich alle eigenhändig töten. Hallo! Was geht? Hallo? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Dieser Tunnel führt in die Zitadelle, die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Wir befinden uns unter der Erde. Hier war schon lange Zeit niemand mehr. Aber wahrscheinlich sind wir nicht alleine, verstehen Sie? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los. Was ist passiert? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Sie haben mich schon... Wir haben die Enklave hinter und Gott weiß was vor uns. Wenn wir hier durchkommen wollen, brauchen wir Ihre Hilfe. Ich weiß. Wir müssen zusammenbleiben, aber uns schnell fortbewegen. Wir bleiben dicht hinter Ihnen, okay? Los. Ja, wach. Weiter. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Was war denn hier im Tunnel drin? Doch keine Todesklauen, oder? Und dann ist dein Team tot, Mädel. Sind die überhaupt feindlich, die Dinger? Okay.
Nee, das. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Alles klar, kleiner Augenbot. Den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen. Denn es gibt viel Arbeit zu tun und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident, John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Was ist das hier? Auf dem falschen Weg aus. Warum höre ich hier keinen Falken? Was? Ah, schau. Wir sind wieder mal auf dem Rücken. Ja, boom. Oh. Und ihr auch was? Was muss ich jetzt machen? Muss ich einfach warten? Ah, okay. Mal schauen, ob ich den Schuss oder treffe. Ja. Yep. Oh. Okay, ich glaube, es hat gerade geschafft, die Tür aufzumachen. Machen wir bloß den Büchs rein. Oh. Das. Okay, anscheinend gehen wir weiter. Right? Das ist der Typ. Hab ich Bude gehört? Ja. Oh, ich habe Kohle gehört. Das wird eine fette Party. Oh Gott. Du Idiot, Gaza. Gaza, du Idiot. Ah, wo ist mein Siegesgewehr? Und Zeit für Drogen. Mach das. Okay, was auch immer das heißt. Ich mache auch ein Angriffsmuster, das heißt Arme zerlegen. Oh, schau, zum Lesen. Chinesisches? Warum sind da chinesische Rüstungen? Gibt sicher eine Hintergrundgeschichte. Wie schaut meine Renzer-Rüstung aus? Bereit zum Reparieren? Der ist wahrscheinlich schon wieder kaputt, natürlich. Ist er das?
Okay, Team. Ach, schau. Leben ja noch Leute. Ja, dann rennen wir mal weiter. Das ist dort, wo ich eine Ghoul-Maske brauche. Oh, der klitscht mal ganz fett in den Rock rein. Oh, Parklammer. Jackpot. Keine Musik, Freedog, keine Musik. Okay, es explodiert nicht. Und dann weiter. Ah. Sind viele Radios. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen anhalten. Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpaks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Oh. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem ärztliche Hilfe, wenn wir die Zitadelle erreicht haben. Aber er wird zumindest bis dorthin durchhalten. Danke. Lassen Sie mich kurz verschnaufen, dann können wir weiter. Fünf. Oh. Hier, damit werden Sie sich besser fühlen. Wenn wir einmal in der Zitadelle sind, wird alles wieder gut. Danke, Doktor. Es geht mir schon besser. Gehen wir weiter und verlieren wir keine Zeit mehr. Gut, wenn Sie bereit sind, gehen wir weiter. Aus. Aus. Okay. Ich kann einen Herzinfarkt kriegen, Alter. Okay, das ist kein Gegner. Oh, wo? Ah, na cool. Wo ist mein Siegesgewehr? Nein, nicht Dr. Lee. Nein, auch nicht Gaza. Ach, der schaut nicht gut aus, der Typ. Nein, Gaza, du Idiot. Hm. Oh, was für ein Idiot. Meine Kugel verschwendet zu viel. Hm. Er steht im Weg, er steht einfach im Weg. Okay, gehen wir weiter, Jungs, einfach. Oh boy. Dumm. Was auch immer gerade passiert ist. Plasma-Gewehre. Und schmutziges Wasser. Jetzt hätte ich sogar Platz für eine Rüstung. Ah, Serpentine. Viel wichtiger. Vielleicht kann ich den Metallhelm benutzen, damit ich den reparieren kann. Nein. Ah, setzen wir ihn einfach auf. Das Chat. Ach, Klammer. Uhuhu. Beste im Spiel.
Ab, du bist gleich tot, keine Sorge. Doktor ist auf dem Weg. Ich schaue, dass die Bär das aus so. Ich glaube, mit der Explosion. Dafür läuft das Spiel so unflüssig, dass ich da was treffe. Ah, Nuka-Cola. Krass, das Turpentina. Ich hab dich gehört. Und schöne Augen. Das Turpentina und Blechdosen mir mehr fehlen jetzt. Irgendwo war mal ein riesiger Abrocksputzmittellager, den ich nicht leer geräumt habe. Ich habe gedacht, so viele Nuka-Colas werde ich wohl nicht finden. Und jetzt habe ich ja mehr Nuka-Colas als alles andere. Hopp. Das sind hier Enklave drinnen. Da sind die Enklave drinnen. Mist. Mist, Mist, Mist. Nein. Oh. Recken mich die Dinger. Hopp, da ist noch ein Fetter. Ich hab's runtergeschmissen. Was wollte ich mir jetzt reinhaben? Red Axe. Okay, Kopfschuss. Dann war's das mit dem. Schlag den ins Nichts. Das heißt, ich hatte gerade die Wahl, mich in einen stärkeren Raum zu befördern. Normal Sturmgewehr. Okay. Aha, Prox. Oh, Blechdosen. Schau, schau, schau. Und Turpentine. Alles, was man braucht, um so eine Nuka-Granate herzustellen. Ah. Da, ich breche ihn auf. Mist. Okay. Für 2 Vorkriegsgeld. Das war's nicht wert, hier reinzugehen. Nein, ich habe Nuka-Cola-Granaten-Materialien gewonnen. Das ist nicht schlecht. Okay. Und dann weiter. Hallo. Hallo. Hopp. Warum kommt dann noch ein Haufen Gude? Was nehme ich? Was ist meine Kampfflinte? Da. Kommt schon. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Warum man so eine coole Maske brauchen könnte. Oh, naja, vielleicht auch nicht.
Okay. Gute Arbeit, Team. Ah, gratis Money. Ich nehm's. Einer für alle. Und alles für mich. Alles für mich. Okay. Er war alleine hier unten, oder? Armer Typ. So alleine die Stellung halten. Ah. Ah. Ah ja. Wo ist der Rest des Teams? Was gibt's? Kein Rest des Teams da. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lyons, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Wow. Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Okay. Dann gib Gas, Mädel. Wir rein. Jetzt ist viel gesprochen. Drei ausgeraubte Taschen? Nein. Es waren sicher mehrere. Hey. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Das Mädel ist doch da. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Seien Sie doch nicht überheblich, Lyons. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lyons, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James... Er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Sohn, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und er weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer, etwas, um Ausrüstung zu finden. Er braucht Unterstützung. Nun gut, wir werden eine Lösung finden. Nun? Hallo. Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Es wurde noch ein weiterer Behemoth im Ödland gesichtet. Ah, Alex. Mills, wo es von Raiders nur so wimmelt. Seien Sie gegrüßt. Willkommen. Ich verstehe. Lyons. Das heißt also, wir werden alle sterben. Willkommen. Das ist, Okay, es wird hier viel getratscht in der nächsten Folge. Alex hat überlebt. Wo ist Gaza? Wahrscheinlich kein Gaza. Okay. Okay. Ja, dann vorab. Gehen wir mal. Mit ihr als erstes reden. In der nächsten Folge. Ich glaube, wir sind schon über 45 Minuten. Und dann geht es weiter. Es geht weiter.
Yep. Peace out.